Die nationalsozialistische Verwaltung hatte ein ausgesprochen großes Bedürfnis, sich zu dokumentieren, sich für die Nachwelt zu erhalten. Das bezog sich nicht nur auf Filme. Man hat Fotosammlungen angelegt, man hat Chroniken angelegt, man hat Leute beauftragt, aufzuschreiben, was passiert ist. Nicht nur eine Kriegschronik, sondern auch schon ab 1933. Und die Filme gehören in diesem Zusammenhang einfach, ja, den Aufbau im nationalsozialistischen Lager zu dokumentieren. Das war der Sinn und der Zweck. Hermann Göring war am 9. Mai 1935 in Freiburg, hatte dort eine Rede gehalten und auf dem Rückweg hatte er war ja damals preußischer Ministerpräsident, einen Stopp gemacht in Laa. Er war den Vormittag über hier, hatte den Fabrikanten Albert Nestler besucht. Es gab verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Nestlers und Görings. Die Frau von Albert Nestler war verwandt mit den Görings und so kam eben dieser Besuch zustande, der einen ausschließlich privaten Charakter hatte. Es hatte so gesehen keinen politischen Hintergrund gegeben, sondern war, wenn man so will, ein Freundschaftsbesuch oder ein familiärer Besuch, der sich ergeben hatte, weil eben Göring zu diesem Zeitpunkt in Südwestdeutschland war. Ja, Hitlers Besuch in Laa am 19. Mai 1939 war der einzige Besuch in Laa oder genauer gesagt in Dinglingen. Hitler war auf einer Inspektionstour des Westwalls, der zu dieser Zeit gerade gebaut wurde und auf der Rückfahrt eben fuhr er durch Dinglingen. Es war angekündigt vorher in der Zeitung, es standen dann natürlich die Dinglinger, die Laaer am Straßenrand haben gejubelt und nach wenigen Sekunden war das Ganze dann auch schon wieder vorbei. Kreistage sind Einrichtungen, die es seit Mitte der 30er Jahre überall in Deutschland gegeben hat. Die Kreisleitungen hatten den Auftrag, regelmäßig solche Kreistage zu Veranstaltungen, so eine Art Leistungsschauen der nationalsozialistischen Bewegung. Mit Sportveranstaltungen, kulturellen Veranstaltungen, sie liefen in der Regel über mehrere Tage bis in den Krieg hinein. In der Laa-Region hat es nur diesen einen Kreistag 1939 gegeben, also wenige Monate vor Kriegsbeginn. Und Laa war Kreisstadt, das heißt die Hauptstadt, die Verwaltungsstadt des Kreises Laa. Dort saß die Kreisleitung der NSDAP und deshalb war Laa natürlich der Ort, wo dieser Kreistag stattzufinden hatte. Aus der Presseberichterstattung geht nicht hervor, wie viele Teilnehmer es bei den einzelnen Veranstaltungen war. Es wird, und das geht auch aus den Filmen hervor, in der Regel hervorgehoben, dass die Veranstaltungen sehr gut besucht waren. Vor allen Dingen die sehr propagandistischen Veranstaltungen auf der Stadtparkwiese, die hier auf dem Film auch zu sehen sind. Wenn man das so hochrechnet und schätzt, wird man wahrscheinlich sagen müssen, ein paar tausend Menschen, ohne dass man genau sagen kann, wie viele es genau gewesen sind. Das Wetter war gut, die Veranstaltungen stießen, soweit wir das sehen können, eigentlich nicht auf Ablehnung, sodass man sicherlich sagen kann und zusammenfassen kann, sie waren gut besucht. Ja. In Laa gibt es aus Gründen, die noch nicht genau erforscht sind, zum Teil das Selbstbild Laa sei eine ausgesprochene Nazi-Hochburg gewesen. Die Mitgliederzahl in der NSDAP und die Wahlergebnisse weisen das eigentlich nicht aus. Laa bewegt sich dort im Durchschnitt einer protestantischen Kleinstadt, weist aber sonst nicht auf Ungewöhnliches hin. Jetzt ist es so, dass Ende 1932 es zu Unruhen innerhalb der nationalsozialistischen Bewegung in Laa gekommen ist. Die Ortsgruppe in Laa wurde aufgelöst und es wurden neue Ortsgruppen gegründet. Das heißt, nach 1933 gab es ein Bedürfnis in der Stadt darauf hinzuweisen, wir waren doch eigentlich immer treue Nazis, um so ein bisschen vergessen zu machen, dass eben Ende 1932 die erste NSDAP-Ortsgruppe aufgelöst wurde. Das kann einer der Gründe dafür sein, weshalb sich das Bild Laa sei doch eine sehr engagierte Nazi-Hochburg gewesen, so hartnäckig gehalten hat. Wie gesagt, die harten Fakten sprechen nicht dafür. Es handelt sich um eine ziemlich durchschnittliche braune Stadt, um es mal so zu sagen.
Das ist jetzt der Aufmarsch, die zentrale Veranstaltung auf der Stadtparkwiese. Man sieht den großen Aufwand, der betrieben wurde zur Gestaltung. Fahnen natürlich, ein Fahnenmeer, wie so häufig gesagt wird. Musik hat es gegeben, jede der Gliederungen der Partei mit Fahnen zog ein, hat seinen festen Platz gehabt. Die Bevölkerung sieht man auf diesen Aufnahmen nicht. Sieht man aber gleich, wenn die Rednerin kommt, die Hauptrednerin des Kreisparteitags. Da erscheint sie im Bild, Gertrud Scholz-Klink, die Reichsfrauenführerin. Die Kreistage haben eigentlich fast immer versucht, prominente Redner auch in die Stadt zu bekommen. Irgendwie aus der Gauführung oder sogar, wenn es geht, aus der Reichsführung der NSDAP. In diesem Fall war es die Reichsführerin Gertrud Scholz-Klink, die in den 30er Jahren, in den frühen 30er Jahren mit dem Kreisleiter von Offenburg verheiratet war und deshalb einen regionalen Bezug hatte. Und bei diesem Film kann man stärker als bei anderen Filmen sehen, dass der Filmemacher auch so ein bisschen versucht, die Sache stärker zu inszenieren. Der Bildausschnitt ist geschickter gewählt. Gleich werden wir einen Bildausschnitt sehen, wo die Rednerin von hinten schräg gefilmt wird und versucht wird, die Leute, zu denen sie eben spricht, mit auf das Bild zu bekommen. Von allen Filmen scheint der am stärksten durchkomponiert zu sein. Also das sind zum Beispiel Szenen, wie wir sie auch aus sehr vielen Filmen, wo Adolf Hitler spricht, sehen können. Ein ähnlicher Bildausschnitt und der ähnliche Schwenk. Auch die Tatsache, dass hier die damals noch sehr jungen und teuren Farbfilme gewählt wurden, zeigt, dass dieser Film sicherlich zu einem anderen Zweck als die anderen Filme ausgewählt wurden. Der sollte sicherlich auch gezeigt werden. Ob er öffentlich gezeigt wurde, wissen wir nicht. Aber die Mühe, die auf dem Film von dem Kreisparteitag verwandt wurde, ist deutlich größer als bei den anderen Filmen, die nüchterner und dokumentarischer gehalten sind.